nicht großartig. Sonst könnte man das natürlich auch verändern, weil das ganze Interface ja anpassbar ist. Ich könnte dann da draufklicken und sagen, im Moment ist es ein frei verschiebbares Fenster. Das heißt, ich könnte es auch irgendwo anders hinschieben, wo es mich da nicht stört. Vielleicht mache ich das noch. Im Moment juckt mich das eigentlich nicht. Ich wünsche mir ja ein Prestigehaus, ein Dunkellichtwald-Prestigehaus. Man wird es, wenn es sowas jemals geben wird, glaube ich zwar nicht dran, aber dann würde es ja leider auch nicht ganz so groß ausfallen wie der gesamte Dunkellichtwald. Wahrscheinlich kommen dann so blöde Sachen rein wie die Schatteneiche, auf die könnte ich verzichten. Ich hätte gerne das Starterdorf hier, Nighthus, Envy's Hate, drin. Brücke hier, den Zugang zu Neriak. So, nee, den wollen wir nicht. Hier, Fiery Ore, das müssen wir, glaube ich, noch einsammeln. Das gehört auch noch mit zur Quest. Ja, da brauchen wir 5 Stück von. 2 haben wir schon. Gerade, ob ich schon irgendwas zum Ausrüsten habe. Ja, habe ich ja. Und zwar kann ich das austauschen. Dann sind wir ein bisschen stärker. So, die haben wir jetzt schon alle weggehauen, sehe ich gerade. Da brauche ich ja nur noch das Erz. Ich glaube, das war hier drinnen auch noch. Das war nicht nur draußen. Dafür müssen wir jetzt natürlich wieder ein bisschen kämpfen. Aber das macht ja nichts. Diese, sag mal, Lucky Break heißt ja hier, diese Heldenfunktion, wo man dann aus einer Combo einen stärkeren Angriff machen kann, funktioniert ja auch gut in einer Gruppe. Ich kann dann, wenn irgendjemand diese Heldenfunktion startet, oder diese Heldenchance, so heißt das dann ja, kann ich eine Kombination aus verschiedenen Klassen, die ich in meiner Gruppe habe, damit durchführen und ja auch dann wiederum einen anderen stärkeren Effekt hervorrufen durch so eine kombinierte Attacke. Das finde ich auch eigentlich eine tolle, innovative Sache aus der Anfangszeit schon von EverQuest, und ich wüsste jetzt nicht, in welchem anderen Spiel ich das jetzt sonst schon mal gesehen hätte. Man nutzt es halt nur viel zu wenig, ne?
So, das ist das letzte, oder? Jawohl. Jetzt müssen wir nur noch raus hier. Und dann könnten wir ja hier unten hin. Dann machen wir das gerade noch, bevor wir wieder Quests abgeben. Sparen wir uns den Weg. So, was sollen wir denn da hinten machen? Die hier umhauen. Das kriegen wir hin. Es gibt ja diese Time-Locked Server wie Kaladin oder Fallen Gate. Da habe ich ja lange Zeit mich schwer getan zu verstehen, wo jetzt der Sinn da drin ist, wie toll das ist, bis ich mich damit mal wirklich auseinandergesetzt habe. Und grundsätzlich würde ich mir das generell für EverQuest 2 wünschen, wenn man zu alten Prinzipien zurückkehrt. Gerade auch was so das Reisen angeht in EverQuest. Da ist natürlich vieles vereinfacht worden für die Spieler, damit man dann auch den Gelegenheitsspieler damit leichter ansprechen kann. Aber ich würde es schön finden, wenn ich nun mal nicht ganz einfach von A nach B mit einem Teleport komme, sondern entweder bin ich eine Klasse, die in der Lage ist, über diese Druidenringe, wie er im Hintergrund steht, zu kommunizieren und eine Reiseverbindung aufzubauen, sage ich mal, für sich und andere. Die Furie kann das zum Beispiel so ein Portal generieren. Oder ich habe diese Spires, diese Riesenportale, die einen ja auch ins Oberreich bringen. Oder ich bin in der Stadt an einem Dock und reise per Glocke von einem Ort zum anderen. Und nicht einfach hier, ach, ich drücke mal gerade auf Schnellreise drauf. Da und dahin, was ja, glaube ich, dann für All Access Member sowieso möglich ist. Oder dass ich als All Access Member von überall unterwegs auf den Broker zugreifen kann, ist sicherlich eine komfortable, angenehme Sache. Aber das brauche ich nicht. Ich will physisch zum Händler gehen. Ich will da stehen, vor ihm stehen und dann meinen Handel betreiben. Und nicht irgendwo in einer entlegenen Zone oder sogar Instanz einfach mal kurz übers Menü drücken. Hier, ach, guck mal, machen wir gerade Broker. Das geht Gott sei Dank nicht. Und verkaufe oder kaufe irgendwas. Hallo, was ist denn das für ein Bullshit? Das will ich nicht. Ich will es auch gern mal in gewissen Bereichen kompliziert haben. Natürlich schreckt das den einen oder anderen ab und sagt, oh nee, oh, das ist mir aber zu kompliziert, das ist mir zu anstrengend, blablabla. Ja, aber die Leute, die würden dann ja, glaube ich, auch grundsätzlich nicht lange in solchen Spielen unterwegs sein. Was soll ich die dann über diese vereinfachten Abläufe in dieses Spiel reinlocken, wenn sie sowieso nach 2, 3 Monaten wieder aufhören. Oder vielleicht sogar früher. Naja, ist auch sicherlich eine Grundsatzdiskussion, die man da führen kann, wo es immer zwei verschiedene Meinungen drüber gibt. Da ist ja, wie gesagt, das kommende MMORPG
Pantheon, Rise of the Fallen, ein Hoffnungsschimmer für viele gerade alteingesessene EverQuest-Spieler. Das Problem ist, für mich, ich kann mich mit den angebotenen Rassen nicht anfreunden. Mir fehlt der Dunkelelf da drin. Bin ich ganz ehrlich, da bin ich sehr konservativ. Für mich ist ein MMORPG dann interessant, wenn ich darin auch einen Dunkelelfen spielen kann. Ansonsten werde ich mit solchen Spielen in der Regel auch nicht warm. Also ich habe das versucht und ich muss dazu sagen, ich spiele es zwischendurch auch immer noch und ich habe es auch schon in der Vergangenheit sehr viel gespielt, Guild Wars 2 mit einem Norn, aber ich wäre natürlich viel zufriedener in einem Spiel, wenn ich einen Dunkelelfen spielen könnte. Ich habe das Ganze versucht mal mit einem Silvari nachzuahmen, indem man denen dann eine dunkle Haut gibt und eben ein helles, ein weißes Blätterkleid bzw. die Kopffrisur, die dann aus Blüten oder aus Blättern besteht, in weiß zu machen und die Haut eben in einer ganz dunklen Hautfarbe. Aber auch das ist dann ja nicht das gleiche wie ein Dunkelelf. Und da habe ich eben meine Probleme mit. So, neue Quest gleich hinterher. Da gibt es die Stiefel, das ist wunderbar. Vor allen Dingen passen die ja jetzt sehr gut zur Hose. Und ich frage mich, ob ich das andere Zeug noch kriege in den Quests oder ob ich da schon wieder was von weggeworfen habe, irgendwie in einer geistigen Umnachtung, aber ich denke, das kriege ich noch. Ein Ring. Und das ist gut. Das ist nämlich endlich mal ein Ring, der wesentlich besser ist als das, was ich schon habe. Wo geht's denn weiter? Achso, wir müssen wieder hier hin. Wir müssen da hinten hin. Wir müssen da wieder hin. Ist ja kein Problem. Ich würde sagen, wir arbeiten erstmal diesen Bereich hier ab, im Osten, und machen dann später den westlichen Bereich. Es sei denn, wir kriegen dann nochmal noch eine Quest hinterher, dass wir da nochmal hin müssen, dann gehen wir natürlich nochmal hin. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Quests man im Dunkellichtwald insgesamt machen konnte, aber das waren, glaube ich, auf jeden Fall über 80 Stück, behaupte ich jetzt mal. Okay, da müssen wir einfach was umhauen. Also Leute, wenn ihr mit EverQuest 2 anfangen wollt, dann nehmt euch Zeit und dann nutzt auch gerne die Funktion und schaltet einfach mal die Kampf- und Questerfahrung aus. Bleibt einfach mal eine lange Zeit auf einem bestimmten Level und nutzt die Möglichkeit damit auch in den anderen Zonen die Quests zu machen, die parallel in dem gleichen Levelbereich anderen Klassen und Gesinnungen angeboten werden. Sofern das dann für den Bösen in dem guten Bereich und für den Guten in dem schlechten Bereich möglich ist. Aber das, was geht, kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall mitmachen.